Hi Leute und willkommen zurück zu Pikmin 4. Wir sind dabei, noch mit ein paar Leuten zu reden. Ah, da. Genau. Und hoffen, dass sie uns noch ein paar Punkte geben, damit wir uns das alles leisten können hier. So, dann kriegen wir nochmal bei 5. Okay. So, ein paar Punkte fehlen noch. Ich hierbei. Okay. Schade. Dann reicht es nicht. Dann müssen wir nochmal wieder aufbrechen. Yep, aufbrechen. Stille Ufer. Das einzige, was noch fehlt, von 100%. Und dann können wir in den Urwalddickicht gehen. Oder in das Urwalddickicht. Nachdem wir natürlich die Nachtmission noch gemacht haben, weil wir haben mindestens 6 Leute, die da noch irgendwie Hilfe brauchen. Das machen wir dann natürlich noch vorher, bevor wir dann in die letzte Mission gehen. Zumindest glaube ich das. So, auch hier ist noch ein Schatz, das heißt, der liegt irgendwo rum, den ich nur noch abfahren muss. So, und die lange Zeit wahrscheinlich länger, als dass ich das hier spielen muss. So, zack, wir nehmen. So. Brauche ich die überhaupt, die gelben? Ich weiß es nicht. So, wir steigen auf und gucken erstmal, wo das sein soll. Da. Einfach hinlaufen. Nein! Ja, es tut mir leid, ich komme ja schon. Meine Güte. So, wo wollte ich jetzt hin? Da. Ah. Hier habe ich einfach nur nicht gegraben. Oh wow. Das war jetzt ein bisschen einfach. Das kleine Wuselvolk. Ja, gut, dann fertig. Dein Gebiet durch. Turbonbon. Aha. Und 100%. Perfekt. Das wollte ich sehen. So, Tag beenden. Wir gehen wieder raus hier. Egal. Einer von unseren Massenpicken ist nicht so schlimm. Wenden, habe ich gerade gesagt. So, dann labern wir jetzt noch einmal. Dann holen wir unseren Preis ab. Dann können wir uns die Sachen kaufen. Und dann gehen wir in die Nachtmission über. Ich weiß nicht, ob wir alle Nachtmissionen in einem Streich schaffen, aber sonst machen wir beim nächsten Mal einfach weiter. Weil wir brauchen nur 6. Sonst machen wir irgendwelche Anfangsmissionen noch ein paar Mal und dann ist gut. So lange dauern die Dinger ja nicht. So, aber nix. Das Ding haben wir. Schön. Wie viele Punkte hat man eigentlich am Ende? Das ist eine bestimmte Zahl, die man dann hat. Es ist enorm, welche uns bekannten wissenschaftlichen und technologischen Durchbrüche es auf diesem Planeten gibt. Niemals zuvor bin ich auf so viele Eddies auf einmal gestoßen. Interessant. Du nennst die Schätze hier also Eddies? Hattest du mal ein geheimnisvollen Kumpel namens Eddie?
Nein, ganz kalt. Dann weiß ich nicht recht, was das sein mit dem Eddie. Was das soll mit Eddie. Kann mich vielleicht mal jemand aufklären? Es geht um Eddie. Mit zwei I am Ende. Das steht für Entdecken. Was entdecktes Ding, das interessant ist. Aha. Was denn sonst? Kommt doch keiner drauf. So. Dann ging es nochmal was. Oh, vorbeigelaufen. Oh, du hast alles in unserem Griff, ja? Du musst doch schon mehr bieten, um mich zu überzeugen. So. Tja, das bin ich ganz ohne. Okay. Dann kaufen wir uns das jetzt. Hoffentlich die letzte Erweiterung, die wir brauchen. Bin mir noch nicht sicher, ob er vielleicht doch noch was hat. Zurzeit können keine Hilfsmittel hergestellt werden. Ja, nice. Damit haben wir alles. Die Dinger können wir noch kaufen, aber ich weiß nicht, was die kosten. Null mal im Koffer. Steinbombe erhalten. Eine Bombe, die so mächtig ist. Okay. Achso. Okay. Hat mir jetzt trotzdem nichts gekostet, aber na gut. Ich hab die auch so irgendwo gefunden. Hä? Warum hat er jetzt noch dieses Zeichen drin? Alter, alle Hilfsmittel. Okay. Uns im Gespräch kam mir eine brillante Idee. Ich setze sie sofort um, wenn du etwas Rohmaterial für mich sammelst. Was? Okay. Wir brauchen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh Mann. Ja, nach der Expedition starten wir. Stille Ufer. Stufe 3. Wo kommen wir die schaffen? So, die Nachtmission macht mir immer relativ viel Spaß. Bisher habe ich es auch mal geschafft. 73 Leuchtzeichen haben wir schon, krass. Ein Kugelblitz ist so grell, dass sich Kreaturen, die von ihm getroffen werden, eine Weile nicht bewegen können. Ja, und dann sind sie auch schon tot. Leuchtpigmente sind unempfindlich gegenüber Feuer, Eis, Gift und Elektrizität. Ja, doch sie können zerquetscht und gefressen werden. Toll. Alle Elemente erstmal im Mund, dann ist er aber zerquetscht. Oh, sind es viele. Werde ich wahrscheinlich aber auch brauchen. So, Auftrag. Du beschützt das mal. Schon eine ganze Menge jetzt hier hochgerannt. So. So, sehr schön. So. Oh shit. Da sind ja noch mehr. Thank you.
So, machst du fertig. Wow, wo sind die jetzt hoch? Shit. Eigentlich meine beste Attacke, die ich habe. So, dann weiter welche? Ich hoffe nicht. So. 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 Oh, doch. Blinken ab. Boom. Oh, das war ja mega nice. Verprügel ihn. So. Was nach oben? Möchte er. Ja. Jetzt geht schon wieder los. Hey, hau mich nicht. Dafür hau mich nicht. Was? Das war's? Sehr gut. Es ist keine einzige Kreatur mehr übrig, die den Leuchtbau angreifen könnte. Wow, das war jetzt einfacher als gedacht. Ich dachte, die würden jetzt die ganze Zeit von zwei Seiten kommen oder sowas, aber nö. Sumeragi, Achin. Ich habe das geschafft. Sehr gut. Gibt es jetzt zwei oder drei? Weil wir haben nur einen Bau. Jetzt können wir die Medizin herstellen. Ist bestimmt nur einer, oder? So. Was im Basiscamp tun kann? Oh, nee. Interessiert mich nicht. Nebenmission. Interessiert mich auch nicht. Koop? Nö. Können wir. Hilfsmittel an ablegen. Ja, das ist eigentlich das Interessante hier noch. Wo sind die Gestrandeten? Interessiert mich nicht, weil wir es schon wissen. Piklopädie. Keine Ahnung, wo das ist. Mission. Müssen wir eigentlich mal gucken, wo der ganze Kram ist. Vielleicht sehen wir dann mal, was für Viecher wir haben oder wie sie alle heißen. So, ganz erfolgreich. Natürlich nur eins. Für Stufe 3. Mhm. Hey, das mit der Nachtexpedition war gute Arbeit. Nein, Digo, lass. Ist das nicht. Ah, tut mir leid, Sumeragi. Ich muss weggeknickt sein. Aber ja, also, die Nachtexpedition gut gemacht. Du wirkst ja ziemlich verschlafen. Keinesfalls, ich hab nur meine. Was? Hab nur kurz meine Augen ausgeruht. Auch auf Nachtexpeditionen bin ich hellwach und aufmerksam. Ja, du hörst meine Funksprüche klar und deutlich, oder so, Marie? Klar. Die Leitung der Nachtexpedition übernehme ich. Daher kannst du ruhig etwas schlafen, Colin. Nein, kann ich nicht. Ich bin schließlich für die Kommunikation der Rettungscrew zuständig. Da darf ich nicht schlafen. Außerdem mache ich vor jeder Expedition ein kurzes Nickerchen, also ist alles gut. Ah, ja. In dem Fall probier doch mal diesen Saft, den ich neulich gemixt habe. Ein echter Müdigkeitsvertreiber. Sollte ich wirklich etwas trinken, das so eine Farbe hat? Wahrscheinlich ist es einfach ein Schlaftrank. Schläft ein und danach ist er nicht mehr müde. Passt doch. So. Wir brauchen einen weiteren. Achso. Gut, dann ist jetzt viel Zeit für die Heilung. Wer ist er?
Ulitz von Maxima. Chaos. Was? Chaos? Er ist Chao. Assistent beim Immobilienunternehmen Tulbo. Er ist sehr loyal und lässt sich von einem impulsiven Chef einiges gefallen. In unserer Arbeit natürlich nicht. Genau. So, nach dem Spielzorn. Ja. Eine schaffen wir noch. So, die haben wir durch. Kommt das Heldenversteck. Los. So, ein Heldenversteck. Rechts haben wir 86, es werden auch immer mehr. Die Labovum zerstörst einen, die... Oh Gott, die Labovum. Ei, kannst du verhindern, dass die Kreatur schlüpft? Ich wüsste, was das für Viecher sind jedes Mal, ne? Wir haben keinen Namen dabei gehabt bisher. So, Heldenversteck. So, die haben theoretisch nur einen Weg hier rauf. So, dann kommen wir nochmal unten. Ah, perfekt. Nein, ich möchte mal Auftrag. Oh, wir haben zwei. Okay, wir haben zwei. Ach, hier unten ist Sandra, okay. Meine Picken zu fressen. Oh, da hinten ist was. So. Bin jetzt noch angegriffen. Na toll. Warum kriegt das so viel Schaden? Ja gut, direkt gefailt. Wow! Wieso machen diese kleinen Viecher so viel Schaden? Wow. Ich habe eigentlich gedacht, wir haben nur das Ding da oben und nicht hier unten auch noch. Zumindest habe ich das am Anfang gedacht. Hallo Grünschnabel, die Anführerin hat mich geschickt. Soll ich dir mal was über... etwas und die Arme greifen. Aber wir haben trotzdem mehr Leuchtsam gekriegt. Das ist ganz schön Mumm in den Knochen. Dann los. Ah, toll. Also das Ganze nochmal. So, Auftrag. Ich schätze das da oben wieder. So, das passt.
Jetzt treffe ich den nicht. Aha, müssen wir hinten festhalten. So, er beschützt oben, wir hoffentlich. Oh nein. Ach, dass das schneller geht, ne? So, die müssen erstmal weg hier. Aha, dann bin ich. Nicht, wo ich ganz hinlaufen sollen dürfte. Oh shit, ich muss zurück. Lauft, lauft. So, hätten wir euch. So, ich hoffe, hier kommt nichts. Geh ich mal darüber. Welche? Das. So, sehr gut. Dann ist noch einer. Von da kommt nichts mehr. Boom. So, passt das? Ja, diesmal lief es ganz gut. Sehr gut. Es ist keine einzige Kreatur mehr übrig. Ja, mach weiter. So, dann sollten wir wieder zwei kriegen. Krass, dass sie vorhin so viel Schaden gemacht haben, die drei Kleinen. Dabei sind die gefühlt One-Hit. So, dann stellt man Medizin her für zwei weitere Leute. Und dann fehlen noch vier, glaube ich, ne? Ich glaube, vier fehlen noch. So, Ernte erfolgreich. Schön, zwei Stück. Ah, Motivation ist auch gestiegen. Oh, 100. Nice. Ist 100 das Maximum? Ich glaube nicht, ne? Sag mal, Neuling, nutzt du auch die Leuchtsamen, die du erhältst? Nö. Vergiss die bitte nicht. Ich würde zu gern sehen, mehr über Leuchtpigmen erfahren. Also probiere ruhig mal Sachen aus, ja? Und da ich hier auf der Shepard festsitze, sind meine Experimenten nämlich Grenzen gesetzt. Hm, Spanel. Ja, du stellst doch nicht etwa schlimme Experimente mit den Leuchtpigmen an, oder? Nein, nein, natürlich nicht. Ja, da mach dir mal keine Sorgen. Außerdem sind Leuchtpigmen hart im Nehmen. Feuer, Eis, Elektrizität. Nichts macht ihnen etwas aus, nicht mal Gift. Also könnte ich sowieso gar nichts Schlimmes mit ihnen anstellen, selbst wenn ich wollte. Und jetzt erklär mir doch bitte noch, wie du das alles herausgefunden hast.
Gute Frage. So, schon 50 Tage im Game. Wow. Gut, dann ist jetzt Zeit für die Heilung. So, wer seid ihr beide? Kitta, Sigurai. Materialienexperte, der gern redet. Er kam um mit seinem ehemaligen Klassenkamerad Osa Rohmaterialien zu forschen. Wer ist Osa? Kobo von Takwa. Sie möchte Wasserkreisläufe studieren, um ihren stark industrialisierten Planeten vor dem ökologischen Kollaps zu bewahren. So, sehr schön. Habe ich euch befreit? Und hast du irgendwas Neues jetzt? Weil du mit uns irgendwas geredet hattest? Pflückpfeife. Was macht das? Pikmin einzeln zu pflücken ist mühsam. Doch mit den Tonen aus dieser Pfeife kannst du sie alle gleichzeitig pflücken. Aha. Okay, beim Pfeifen gehen die dann auch schon aus dem Boden. Nice. Aber dafür brauchen wir einige Punkte mehr. So, dann müssen wir die vier nochmal irgendwie retten. Aber das machen wir erst beim nächsten Mal und wir machen dann erstmal Schluss. Bis dahin dann. Ciao.